Wir stehen jetzt hier direkt vor dem großen Produktionsgebäude von der Firma Töpfer. Und da werde ich heute als Milchtechnologin einen Job ausprobieren. Also ich bin Milchtechnologe, bin in der Produktion tätig, sei es Sprühturm, Walzentrocknung und Mischabteilungen. Also wir produzieren nur Bio- und Demeternahrung. Dann schauen wir uns noch das Pulver an, ob wir irgendwelche Unauffälligkeiten sehen, zum Beispiel karamellisierte Teilchen, Fremdkörper, das wäre halt absolutes No-Go. Kannst du jetzt genau, sowas das schauen wir nach. Hier also essen? Hier, das kann man so essen, genau. Schmeckt gut. Der fertige Beutel mit Produkt wird hier noch weiters verpackt. Zu Hause hat dann der Endverbraucher den Beutel in der Hand. Das ist ganz noch warm drin. Ist noch ganz warm, ist noch ganz frisches Pulver. Wir sind Bio-Unternehmen der ersten Stunde und waren da im Bereich der Babynahrung Pionier. Wir wurden gegründet 1911. Und der Max Töpfer hat sich dann nach besseren Rohstoffquellen, also nach Milch, umgeschaut und die hat er hier im Allgäu gefunden. Also alles, was wir hier so verheizen an Strom, kommt aus der Iller, also Wasserkraftstrom von einem regionalen Anbieter. Ist einfach ein Beitrag, um die Natur für unsere Nachkommen, für unsere Säuglinge dann auch lebenswert zu halten. Meine Tochter, die hat am liebsten das Müsli. Und das ist halt, ja. Eine Süße. Wir müssen halt die obersten der obersten Hygienevorkehrungen treffen, damit halt ja nichts in dieses Pulver reinkommt. Ich habe natürlich das Pulver dann auch probiert und es hat eigentlich geschmeckt wie so ganz feiner Kuchenteig. Echt? Ja.